Hallo und herzlich willkommen zum 13. Teil unserer Reihe Die schlimmsten Mythen im Forderungsmanagement. Heute beschäftigen wir uns mit der Frage: Hemmt eine Mahnung die Verjährung? Einige meiner Klienten waren in letzter Zeit der Meinung, sie können durch das Verschicken einer Mahnung die sogenannte Verjährung hemmen. Was ist denn eine Verjährung? Also, wenn ich eine Handwerkerdienstleistung erbracht habe oder ein Produkt geliefert habe, habe ich 5 Jahre lang Zeit, die Forderung geltend zu machen. Mache ich in dieser Zeit die Forderung nicht geltend, so verjährt diese. Ich kann sie also zwar noch verlangen, aber der Schuldner kann die Einwendung geltend machen, dass sie verjährt ist. Und dann muss er diese eben nicht zahlen. Das Fatale daran ist, dass viele denken, dass eine Mahnung allein ausreichend ist, um diese Verjährung zu hemmen. Das ist jedoch nicht der Fall. Also, eine Mahnung ist nicht ausreichend. Was muss ich denn machen, um die Verjährung tatsächlich zu hemmen? Es gibt insgesamt 4 Möglichkeiten, was ich machen kann, damit die Verjährung nicht eintritt. Erstens, ich leite die Betreibung ein. Zweitens, ich leite ein Schlichtungsverfahren ein. Drittens, ich mache eine Klage gegen den Schuldner. Ist der Schuldner bereits so weit, dass er Konkurs anmelden musste? So gibt es noch Variante 4, ich melde meine Forderung beim Konkursamt an. Durch diese Tätigkeiten ist die Forderung dann gehemmt. Was bedeutet denn das genau? Also, die Forderung, beispielsweise unsere derzeitige Verjährung für eine Handwerkerleistung, wäre 5 Jahre. Wenn ich jetzt die Betreibung einleite, beginnt an diesem Zeitpunkt die Verjährung erneut von vorne zu laufen, und zwar mit der Zeit, wie die vorherige Verjährungsfrist gewesen ist. Das heißt, ich habe weitere 5 Jahre Zeit, um die Forderung geltend zu machen. Also, jetzt haben wir festgestellt, die Mahnung macht also nicht, dass die Verjährung gehemmt ist. Wofür mahnt man denn dann überhaupt? Erstens ist es sinnvoll, den Schuldner nochmal daran zu erinnern, dass er die Rechnung bezahlen soll. Vielleicht hat man ja Glück und er bezahlt. Und zudem setzt man ihn in Verzug. Dann ist er ab diesem Zeitpunkt verpflichtet, den Verzugszins zu zahlen. Das Fazit der ganzen Sache ist also: Eine Mahnung reicht nicht aus, um die Verjährung zu hemmen. Ist es also kurz davor, dass die 5 Jahre abgelaufen sind, so reicht man schnell noch ein Betreibungsverfahren gegen den Schuldner ein, dann hat man weitere 5 Jahre, um die Forderung geltend zu machen.